Wenn ich ihn finde, wird er mir alles verraten, was er weiß. Und er wird bezahlen. Ich sollte wohl gehen. Ich muss ein paar korrupte Maschinen töten. Leb wohl, Rost. Alles gebaut hat. Allein. So viele Erinnerungen. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts mehr für mich. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn in der Complete Edition. Willkommen, willkommen zurück. Ja. Wie Aloy gerade gesagt hat, sind wir nicht da, wo wir letztes Mal aufgehört haben bei den Prüfungen, sondern wieder bei unserem Zuhause. Nur ohne Rost. Denn es stand ja in den Kommentaren, für die, die es nicht mitgekriegt haben, dass ich doch mal bitte bei Rosts Grab vorbeischauen soll. Das sich hier befindet. Zu Hause. Das machen wir. Denn da gibt es jetzt wohl eine kleine Überraschung, die ich mir gerne angucken möchte. Denke mal, ihr auch. Deswegen schauen wir uns das heute an. Ich bin gespannt. Na, dann gehen wir mal dahin. Bin nicht allzu weit weg. Da ist es schon. Man sieht es schon. Reden. Jetzt geht's los. Rust. Ich kam so schnell es ging, als du leb wohl sagtest. Sagte ich würde dich finden. Dich aufspüren. Tja, du hast es wohl doch geschafft. An diesen Ort kann ich nicht folgen. Ich hätte wissen müssen, dass du bei der Erprobung über mich wachst. Und für mich da bist wie niemand sonst. Wie immer. Ein letztes Mal. Danke, Rost. Ich werde dein Geschenk nicht vergeuden. Versprochen. Ich mach dich stolz. Ich hab versucht, dahinter zu kommen, aber nichts ergibt Sinn. Die Mörder wollten mich, weil ich so aussehe wie diese Frau. Älter, mit kurzem Haar. Aber warum und wo ist die Verbindung? Wenn sie meine Mutter ist, sie sieht nicht nach Nora aus. Aber wenn sie im Berg lebt, woher wussten die Mörder von ihr? Je mehr ich erfahre, desto weniger verstehe ich. Ich muss Olin finden. Ein Außenseiter. Er war beim Fest. Am Vorabend der Erprobung. Irgendwie sahen die Mörder mich durch seinen Fokus. Und er wusste es. Er hätte mich warnen können. Wenn ich ihn finde, wird er mir alles verraten, was er weiß. Und er wird bezahlen. Ich sollte wohl gehen. Ich muss ein paar korrupte Maschinen töten. Leb wohl, Rost. Ich sollte gehen. Wenn's geht, komme ich bald wieder. Oh, schön. Wie traurig. Ach, schön, dass wir sowas eingebaut haben. Wir kommen definitiv nochmal wieder oder ein paar Mal wieder und werden öfter mal mit Rust reden. Ziemlich cool. Sehr schön. Die Musik passt auch dazu. Zu Hause.
dass er das alles gebaut hat. Ja, das hast du schon mal gesagt. Allein. Hey, Aloy. So, du wiederholst dich. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Okay. Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts mehr für mich. Also dieser Dialog hat es jetzt wieder rausgerissen. Er hat die Stimme komplett kaputt gemacht. Naja. Gut. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Okay, haben wir das auch abgehakt. Danke nochmal an dich für diesen Hinweis. Ich glaube, ich wäre hier sonst auch nicht nochmal zurückgekommen. Dann müssen wir uns jetzt noch einen Plan machen, was als nächstes auf der Tagesordnung steht für die nächsten Parts. Die haben aber wirklich komplett abgelegen hier, ne? Sich ihr Hütchen gebaut. Wow. Na gut. Okay, also wir waren bei den Prüfungen irgendwo hier oben. Da haben wir aufgehört. Dann sollten wir jetzt hier in die Richtung weitergehen. Da haben wir auch noch was. Stimmt, ich wollte erstmal in Richtung Nordosten. Prüfung haben wir, wie gesagt, komplett fertig. Hier haben wir noch was zu erledigen. Überprüfe Drahls Geschichte. Und hier ist ein Vieh, was wir noch nicht kennen. Dann würde ich sagen, legen wir da an der Stelle los. Wer grunzt mir hier ins Ohr? Okay. Des Weiteren stand natürlich auch noch in den Kommentaren drin, dass wir den Loot, den wir bei uns tragen können, also die Beutetaschen auch erhöhen können. Ja, das ist richtig. Habe ich auch nochmal nachgeguckt. Allerdings nicht bei den Fähigkeiten. Da haben wir es ja jetzt auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es hier noch einen gibt. Jetzt noch nicht nachgeguckt, aber wir können bei Inventar, nee, bei Herstellen war das, ne? Und dann hier. Tragekapazität. Genau da. Vergrößert deinen Waffenbeutel. Vergrößert dein Outfitbeutel. Vergrößert dein Rohstoffbeutel. Und wir haben auch genug, um das abzugraden. Jetzt bräuchten wir nochmal Wildschweinhaut. Dann können wir das auch noch machen. Vorher hatten wir 60 Plätze im Inventar. Wir gucken gleich mal, wie viel es jetzt sind. Modifikationsbeutel, der muss noch nicht unbedingt sein. Trankbeutel muss noch nicht unbedingt sein. Fallenbeutel. Ja, muss jetzt auch noch nicht unbedingt sein. Schleuder muss auch noch nicht sein. Vielleicht den Waffenbeutel einmal. Ich würde mich wirklich erstmal auf den Rohstoffbeutel fokussieren. Dafür brauchen wir jetzt noch Wildschweinhaut. Das heißt, wenn wir Wildschweine sehen, jagen. Okay, Rohstoffverbeutel. Von 60 auf 84. Also nicht mit dem Skill waren es nur von 50 auf 60. Und jetzt sind es von 60 durch ein Upgrade auf 84. Oh, was eine Erleichterung. Wie schön. Guckt euch mal die ganzen freien Plätze an. Klar, ich habe das Inventar ja ein bisschen leerer gemacht. Okay. Aber, oh, schön. Oh, geil. Das ist richtig nice. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr tragen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein Wildschwein finden. Ziel markieren, Wildschwein, das holen wir uns noch. Oh, das ist aber ganz schön weit weg. Und noch irgendwo ein näheres. Da hinten vielleicht. Da sehe ich doch eins. Vielleicht haben wir da schon die letzte Wildschweinhaut, die wir brauchen. Leider nein. Wir brauchen mehr. Weißt du was, wenn der hier schon mal herkommt? Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Können wir den auch noch gleich mitnehmen. Na komm schon. Put, 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 put. Put, 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 put. Kommen Sie. Na komm doch her. Ja, sag mal. Will nicht. Hängt da einfach. Ach, jetzt kommst du, na toll.
Der hat auch wieder was Blaues gedroppt. Danke dafür. Noch mehr? Das war nicht so gut. Okay, die hauen ab. Damit kann ich leben. Gut, wo wollte ich denn hin? Ich wollte eigentlich Wildschweine holen. Oh Mann. Wildschweine. Wilde Schweine. Pflanzenhorn. Neue Maschine entdeckt. Okay. Vielleicht sollten wir dem da helfen. Ja, den sollten wir vielleicht helfen. Boah, wie er mich weggefetzt hat. Sehr gut. Bitte, komm mal her. Es dauert nur einen Moment. Ja, ist okay, ich komme ja schon. Du hast mein Leben gerettet. Ich werde es nicht vergeuden. Naja, so schlimm war das jetzt eben auch nicht. Übertreib halt. Ich hätte nie gedacht, dass ich freikomme. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Hättest mir ja wenigstens was geben können. Zeit. So. Wir wollten aber eigentlich... Wildschweine. Toll. Ich glaube, da ist noch ein Wildschwein, ne? Ja. Das holen wir uns noch. Und dann ziehen wir weiter. Aber leider wieder keine Haut. Sehr schade. Na gut, dann ziehen wir trotzdem erstmal weiter. Wildschweine werden wir, denke ich mal, noch genug finden. Ja, dann da lang. Vorher noch vielleicht das Feuer mitnehmen. Gucken wir hier rüber. Komm, Elo, das schaffst du, oder? Stell dich nicht wieder an wie der letzte Mensch und dann klappt das. Okay. Manchmal kann man ja doch ein bisschen stolz auf sie sein. Wer? Ich? Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Naja, nehme ich mit. Wir haben ja jetzt genug Platz. Da ist ein Wildschwein. Müssen wir noch holen. Oh, ist da ein Sägezahn? Ich kann Sägezahn. Nee, dann nicht. Kein Bock, mich jetzt mit dem Sägezahn anzulegen. Was sind das da für Gestalten? Humanoid. Humanoid. So, von dem einen kannte er ja sogar schon den Namen. Etwas Vorrat. Du da! Unterversorgt. Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Ah ja. Okay. Der Sonne sei Dank. Du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbeingesichtet! An die Waffen! An die Waffen! Das ist ein Langbein? Okay, warte. Falle. Erstmal eine Falle aufstellen. So, den kriegen wir so. Na, wo? Aloy, was machst du? Hey.
Boah, da hat mich meine eigene Falle gerade gerissen, ne? Ja, komm doch. Alle befriedigt? Da oben ist noch ein Wächter. Der haut aber anscheinend ab. Für die Sonne! Ja, genau, für die Sonne. Oder anderes. Gut, dann looten wir erstmal fett. Ziel anvisiert. Speichern und dann quatschen wir nochmal mit denen. Diesmal möchte ich aber eine Belohnung haben, dafür, dass ich euch hier den Arsch gerettet habe. Für die Kaja. Gemeinsam für das ist da noch einer? Für die Kaja, also sind das Kaja hier, gar keine Nora. Okay. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Für Meridian. Ja. Den können wir auch noch mal herstellen. Sehr gut. Ja, wir haben ja genug Stuff. Echt jetzt? Okay, das wir hat dürfen soweit. Nicht weichen. Ey, dreimal ins Auge getroffen und nichts passiert. Kann sein, dass sie ein bisschen mehr aushalten jetzt? Dafür gab es einen Erfolg. Alle Aufklärungsmaschinen erledigen. Ah ja. Wie viele sind denn jetzt hier noch? Daneben! Und da ist doch noch ein Sägezahn. Zwei, glaube ich. Oh Gott. Machen wir sie mal auf uns aufmerksam. Komm her. Wow. Es artet hier schon wieder aus. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ich würde die jetzt schon gerne noch da in die Fallen locken, immerhin haben wir sie jetzt aufgestellt. Hi. Kommst du mit? Komm her. Ich weiß, dass du es willst. Komm. Ziel anvisiert. Och Mann. Komm. Komm. Er will hier nicht langlaufen, oder? Ach, mir doch jetzt egal, kein Bock mehr. Schade, dass ich Fallen nicht wieder aufsammeln kann, aber ey, was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Oh. Die nerven gerade ganz schön.
Der hat mich gerade von hinten überrascht. Nicht gut. Das Spiel ist leider abgestürzt. Was? Na toll, wo hat er uns jetzt wieder rausgeschmissen? Das Spiel ist leider abgestürzt. Ja, dafür kann ich mir auch nichts mehr kaufen, ey. Oh Mann. Seid ihr jetzt hier schon... Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Was? Die Lidkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer Dirit hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Dirit. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Okay, gut. Ja, immerhin hat das Spiel das gespeichert. Das finde ich ja schon mal ganz nett. Okay, meine lieben Freunde. Dann sind wir aber trotzdem leider schon am Ende. Dann holen wir die Lidkerne. Oh, guck mal, das ist aus meinem Intro da hinten. Brutstätte Sigma. Das müssen wir auf jeden Fall noch überprüfen. Finde Dirit. Aber das machen wir erstmal im nächsten Part mit Dirit und dann da, das da. Das interessiert mich auf jeden Fall. Da müssen wir hin. Okay, meine lieben Freunde. Wie gesagt, dann sind wir jetzt hier am Ende. Den Rest schauen wir uns im nächsten Part an. Dann sage ich erstmal wieder an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Horizon Zero Dawn. Das hält sich. Einem anderen Video oder einem Livestream wieder. Vielen Dank. Haut rein.